Ja, wäre nur das Event jetzt eigentlich. Stufe 5, Stufe 6. Das heißt, wir werden auf jeden Fall vielleicht hier hinreisen, dass wir dann weitergehen. Vielleicht kommen wir dann zum Boss. Weiß noch nicht, wie der ausfällt. Bosskampf hatte ich noch nicht. Im Portalhandels geht einfach so Portale ein bisschen rum. Und ich glaube mal, das ist auch nicht schlecht, weil wir jetzt eine Heimatbasis da haben. Eventuell ziehe ich dann nochmal um, das mache ich dann wieder offline, dass ich halt, ich sag mal, eine Hütte baue. Kommt der immer ganz gut. Und den Rest dann sozusagen immer ein bisschen zusammensammeln. Oh, eine Festung ist ganz gut. Wie gesagt, hier war ich noch gar nicht. Die habe ich nur freigeschaltet. Da interessiere ich mich auch mehr, was hier so noch so rumschwirrt. Schon irgendwo sehen kann, wo das Portal eventuell ist. Da ist eine Hütte. Da würde ich auf jeden Fall hingehen. Dann würde ich auf jeden Fall in den Tower reingehen. Und da ist ein Riese. Den könnten wir auch noch besiegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Da brauche ich gar keine Angst haben. Da sind neue Gegner. Die weiß ich noch nicht, wie die sind. Das kriege ich gleich raus. Du nimmst ganz wenig Schaden von, ne? Ah, eine ekelhafte Made. Und wenn er zuschlagen will, einmal kurz zurück. Komm, stark zu. Irgendwie hat der kein Element, gegen was ich da angehen kann. Was gibt immer, da gibt nur noch einen Smaragd und irgendwo war doch so eine scheiß ekelhafte Made, oder? Da ist sie doch. Ma, Made, ma, Made, ma, Made, ma. Oh. Ja, da muss ich mal ein bisschen hier einfach reingehen. So schlimm ist es auf jeden Fall nicht. Bergarbeiterstiefel Aguave. Das kommt hier oben rein. Das können wir uns auf jeden Fall mal gönnen, das Rezept Bergarbeiterstiefel. Sagen, hallo. Erstmal hoch, was uns hier erwartet. Vielleicht eine Kiste. Oder gar nichts. Eine Kiste. Also. Scheiß Donnerauge. Pop. Und sonst gar nichts. Ist natürlich mies. Dann gehen wir runter. Also, wenn man einen Trank einsetzen sollte, aber den können wir ruhig machen. Die Kupfersense, ich finde die ganz okay, aber so im Nahkampf jetzt ist es doch schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen mies. Aber ich glaube mal, wenn hier nur diese Donnerviecher sind, ganz stark vertreten, dann werde ich auf jeden Fall damit weitermachen. Oh. Mana Twinkle. Ein bisschen reinknallen da. Vielleicht treffe ich irgendwas. Weil der ja nicht diesen straighten Durchgang hat, wie die anderen Fähigkeiten, sondern eher sozusagen einen Bogen schlägt. Und das Ganze. Oh. Schleifstein ist immer gut, weil ich ja jetzt weiß mittlerweile, warum wir die brauchen. Ah. Kupferblöcke, ja, Kupferblöcke, warum ich die auch immer brauche, ich weiß es gar nicht. Kiste, 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 so. Na, guck mal, der braucht jetzt auf jeden Fall schon mehr, wenn wir das hier sehen. Können wir den noch ein bisschen reparieren. Und weiter geht's. Oh, ist das so eine Gargoyle-Figur oder was bist du? Oh, so eine Gargoyle-Figur. Dass man keine kombinierten Angriffe machen kann, sodass es beidseitig Schaden gibt. Oh, ein klassischer Tisch. Bin ich auf jeden Fall viel zu haben. Dann lohnt sich das auf jeden Fall, hier ein bisschen was zu sammeln. Ein Käfig? Nö. Ein Brunnen? Nö. Gargoyle-Figur? Nö. Dann geht es jetzt wieder in so ein Ding runter. Aua. Kleine Sackratte. Ah, da hat mein Zauberschild gepockt. Und wieder Kupferböcke, na klar.
Mehr. Und wenn ich jetzt sehe, ich gucke auf Uhr. Ich müsste mich irgendwie sonst immer dauerhaft verabschieden. Das wollen wir nicht. Ah, Kiste. Oh, Level up. Nice. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Wir gehen auf Aggie, gehen wir auf jeden Fall. Wir gehen einen da drauf und geben diesmal keinen auf Int, sondern da. Geht's dann weiter und irgendwann kommen auch Talente, 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 Talente. Nee, da bleiben wir auf jeden Fall so. Zauberstäben. Ja, den Schein von Stäben von Zinsen. Ne, das ist schon ganz gut von Zauberstäben. Da kriegen wir da ein bisschen mehr Schaden durch. Man kann es ja auch sozusagen switchen, sehe ich gerade. Oder muss man das noch einloggen? Nö, muss man nicht. Zwei Level noch, dann gibt es das nächste. Und wir können immer so ein bisschen rumtriggern, wo ich gerade ein bisschen mehr drauf Bock habe. Aber pff, im Endeffekt. Wie viel Schaden machen die beiden so in dem Allgemeinen? 46, ja. Das ist natürlich schon krasser. Aber gegen Feuer, sag mal so, da bräuchte ich vielleicht so einen Donnerstab. Vermutlich ist der dann stärker. Oder irgendwas mit rohen Schaden. Da hinten war ja dieses andere Gebilde. Jumpen wir mal dahin. Hier gibt es auch eine Smaragde und so einen ganzen Käse. Da ist der andere Turm, wo ich hin will. Da ist immer so ein komischer Freund. Ach, wo willst du denn hin? Mein F Hallo. Immer schön hinter ihm, immer schön reinsensen. Sage mich damit, ne, trifft es absolut alles okay. So, einmal schnell rum. Schadschelle, einmal nach vorne, der Sack. Jetzt kriegst du nochmal richtig was. Wow. Das meinte ich, wenn der trifft, dann trifft er richtig. Oh, das war so knapp. So close. Der trainiert einen Football. Okay. Was kann man sonstiges? Schuppen sind immer nice. Die nehmen wir gerne. Da können wir den einfach, glaube ich, ganz einfach kiten hier durch. Immer schön weiter keinen, immer schön weiter keinen. Perfekt, absolut. Du kannst auch weitergehen. So, er ist wieder nach oben. Wobei auch wieder so ein hässliches Glubschauge da sein kann, nur und keine Kiste. Das Feuer sah gar nicht mal schlecht aus. Hier sieht man ja nichts. Gehen wir nach unten. Ich mich erschrocken. Plaudern. Was? Ja, klar. Donnergucker, okay. Servus, hier ist ja nichts. Oh Gott sei Dank, kannst du den mal irgendwie treffen oder so? Ah, und platt. Knochen, Knochen, Knochen. Nice, nice. Da kam ein schöner Schaden raus. 81 Stück jetzt schon
glaube, da kriegen wir auf jeden Fall noch mehr. Der hat direkt da reingeknallt. Nächster. Ich vermute mal, dass auch ganz, ganz stark hier irgendwo. Gehen wir mal schön in den Nahkampf. Aua. Ach, zwei. Da hat mein Mana-Schild geprockt. Das könnte man schlecht finden, wenn man das so zwischendurch mal drin hat. So ein Mana-Schild, dann kommt das ganz, ganz gut da bei rum. Da wird man ja auch nicht so gar nicht so schnell getroffen. Also getroffen schon, aber der Schaden reduziert sich ja insane weiter runter. Und wir haben eine Mana-Regeneration, das ist schon. Das ist schon ganz okay, dass das so passend läuft. Auge. Bleib mal schön da hinten. Du willst doch gar nicht kämpfen. Du bist doch eh schon gefallen, Krieger. Zack. Gelb-Portalsteine sammeln ist wichtig, Donnergucker. Froh gerade echt, dass man kein Mana verbraucht, dass man diesen Zauberstab benutzt. Ich meine, bei dem Krieger läufst du so durch. Ja, da hast du eigentlich gar nicht viel, was du machen musst. Ja gut, bei dem Bogenschützen hast du dann die Pfeile, die du kämpfen musst. Das gab es, glaube ich, auch schon mal ein Spiel. Da musstest du. Das hatte sogar Skyrim oder Oblivion hat das ja. Da brauchtest du ja die Pfeile, damit du schießen konntest. Und so gibt es ja sonst, köftest du deine Pfeile und schießt der übelst viel mit krassen Schaden raus. Kann natürlich auch passieren. Hier wird das auch noch runter. Könnten wir eigentlich nochmal reparieren. Einmal, zack. Hier geht von. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich sag mal so 75% repariert er anscheinend. Ja, wir gehen jetzt mal. Hallo? Gut, sag mal, was hat er denn jetzt? Eine W-Taste will er nicht mehr nehmen. Gehst du weiter? Danke. Ich hörte was, ich hörte was. Dann ist es doch hier in der Nähe, da ist er doch schon. So, kehre zweck da zurück. Ne, das wollen wir noch nicht. Jetzt bin ich an der Reihe. Zack. Ich glaube, als Bogenschützen hier so unten drin ist es vielleicht ein bisschen schwerer in der Open World. Also oberhalb kriegt man auf jeden Fall mehr Schaden aus. Anstatt hier. Ja, das ist eine Glubsch. Glubsch-Einheit. Ich habe bei uns im Haus habe ich so ein großes Tor aufgestellt, weil ich eigentlich da was mitmachen wollte. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich damit bauen will. Ob ich dann ein Riesen, also ein Haus auf jeden Fall. Ist ja Freund. Sogar als, weiß nicht, ob als Krieger sogar ein Schild hat. Ach, guck mal. Hier war ich noch gar ja, nicht. Aber hier findet man immer neue Wege, das ist gar nicht mal so schlecht. Und solche Burggitter, die könnte man auch nutzen. Ist das ein Bodengitter? Ein Bodengitter, okay. Ich vermute mal, ja. Schon wieder Kupferblock. Oh ne, Schuppen und Steinblock, okay. Geld nehme ich, kann ich mich gut gebrauchen zum Kaufen. Also irgendwas finden mal. Schleifsteine sage ich nie nein. Was geht ab hier?